Hallo und willkommen bei den Spieldinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut, denn es geht um Red Rising, ein Spiel, welches bei Stonemaier Games erschienen ist. Die Autoren sind Jamie Stegmaier und Alexander Schmidt. Das Ganze ist für 1 bis 6 Personen und ab 14 Jahren. Ja, und wie der Name schon sagt, geht's hier wirklich um die Bücher von Red Rising. Wir schlüpfen in das Haus von einer der 6 Fraktionen und versuchen hier von den 14 verschiedenen Fraktionen ein wertvolles Kartenhand oder Deck zusammenzustellen. Wie das jetzt genau funktioniert, erklärt euch Angela in einem Regelüberblick und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. So, ich zeige euch kurz das Setup für eine Partie Red Rising. Wir spielen zu zweit, deswegen haben wir hier 2 Aufsteller. Natürlich haben wir zu Spielbeginn hier das Spielbrett in der Tischmitte und das wird folgendermaßen aufgebaut. Wir legen in jeden der 4 Bereiche zufällig 2 Karten hier vom Nachziehstapel. Das habe ich also gemacht, im Institut bis hin zum Jupiter. Danach wird hier unten das Schälchen mit dem Helium platziert. Das sind diese kleinen roten Würfel. Wir haben hier den Sovereign-Token, der kommt zu Spielbeginn auf das Feld mit Luna. Wir haben hier den Nachziehstapel, der wird natürlich gut gemischt. Wir haben hier noch den Würfel, den legen wir einfach mal da oben drauf. Jeder Spieler hat sich für eine Spielerfarbe entschieden. Ich werde hier der grüne Spieler sein, Melly ist der gelbe Spieler. Entsprechend hat Melly hier den gelben Aufsteller für ihre Karten und ich habe den grünen Aufsteller für die Karten. Ebenfalls habe ich das grüne Sheet und alle meine grünen Würfel. Melly hat, das seht ihr jetzt nicht, das gelbe Sheet und ihre Teile auch gleich bekommen. Und jeder Spieler bekommt zu Spielbeginn 5 Handkarten. Die habe ich auch gleich hier in meinen Aufsteller aufgestellt. Jeder Spieler bekommt noch eine Rundenübersicht. Da wir jetzt zu zweit spielen, haben wir so eine Art Mini-Dummy dabei, denn es werden jetzt von einer anderen Spielerfarbe noch 3 Influencer, also Einflusswürfel, hier ins Institut gelegt. Die blockieren hier quasi schon ein bisschen was. Dann brauchen wir noch einen Startspieler. Normalerweise wird der Startspieler zufällig bestimmt, außer ein Spieler hat das Haus Apollo. Melly hat das Haus Apollo, deswegen bekommt sie diesen Startspielmarker und dann kann das Ganze schon losgehen. Worum geht es bei Red Rising? Melly hat schon gesagt, das Ganze ist an eine Buchreihe angelehnt und wir werden im Spielverlauf nach relativ einfachen Regeln hier Züge ausführen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, Karten hier aus unserer Kartenaufstellerhand auszuspielen, den Ausspieleffekt auszuführen und von einem anderen Ort quasi eine neue Karte in die Auslage oder auf die Hand zu nehmen. Und je nachdem, wo wir diese Karte hernehmen, bekommen wir entweder ein Helium, bekommen auf unserem Free Track einen Schritt. Und diese Schritte sind nämlich auch wichtig, denn wenn ein Spieler 2 Bedingungen erfüllt hat, beispielsweise 7 auf dem Fleet Track oder 7 Helium, dann wird das Spielende eingeleitet, zum Spielende am Schluss des Videos noch mal ein bisschen mehr und dann ist das Ganze auch schon aus. Wie das Ganze jetzt im Detail funktioniert, erkläre ich euch in einem Regelüberblick. Wie läuft das Spiel jetzt ab? Wir führen eine von 2 Aktionen aus. Denn es gibt die Lead-Aktion, die ist in 2 unterschiedliche Aktionen aufgeteilt oder ich mache die Scout-Aktion. Dazu aber auch gleich noch ein bisschen mehr. Zuerst möchte ich euch hier das Spielfeld erklären. Ihr seht schon, es gibt 4 Locations. Es gibt den Jupiter, den Mars, Luna und das Institut. Ich gehe gleich darauf ein. Je nachdem, aus welchen dieser 4 Regionen wir nachher eine Karte rausnehmen werden, werden wir unterschiedliche Boni bekommen. Nämlich beim Jupiter eine Karte raus, darf ich auf dem Fleet Track 1 nach vorne gehen. Nehme ich im Mars eine Karte raus, bekomme ich ein Helium. Nehme ich in Luna eine Karte raus, bekomme ich den Sovereign Token. Dieser triggert dann auch immer meinen Fraktionseffekt. Dazu später ein bisschen mehr. Im Institut das gleiche Spiel. Ich nehme hier eine Karte raus und darf jetzt hier einen von meinen Einflusswürfeln reinlegen. Bevor ich jetzt in die Details der Regeln eingehe, möchte ich euch zu Beginn erstmal die Karten erklären. Es gibt im Spiel 14 unterschiedliche Klassen, das heißt 14 unterschiedliche Farben. Ich habe jetzt mal 3 unterschiedliche Ligen, da ich mit euch auf ein paar Besonderheiten eingehen möchte. Jede Karte ist wie folgt aufgebaut. Zum einen haben wir hier die Spielerfarbe, das wäre hier in dem Fall rot. Die sind auch nochmal hier unten abgebildet. Jede Karte hat ihren eigenen Namen, die steht immer hier oben. Hier oben ist immer der Core Value, das heißt der Grundwert, die Grundpunkte der Karte angegeben, in dem Fall 10, 20 und nochmal 10. Wenn nichts anderes sagt, wäre so eine Karte am Spielende die entsprechenden Punkte an Siegpunkte wert. Dann haben wir hier dieses Symbol, das Viereck mit dem Pfeil und den entsprechenden Kartentext. Dieser sagt immer aus, was passiert, wenn ich die Karte in einen der 4 Orte lege. Das heißt, wenn ich eine Karte in beispielsweise den Jupiter einlege, darf ich, wenn möglich, diesen Karteneffekt ausführen.
Dann haben wir hier noch diese Felder auf manchen Karten. Wir haben Felder, die sind durchgestrichen und Felder, die zeigen entweder eine Farbe oder einen Charakter. Die durchgestrichenen Felder bedeutet, ihr seht hier unten, diese Karte möchte kein Gold haben. Das steht nämlich auch nochmal hier unten. Wenn sie nämlich ohne eine andere goldene Karte in eurer Auslage ist, ist sie 10 plus 25 Punkte wert. Dann haben wir das gleiche hier mit einem Doppeleffekt. Diese Karte möchte keine goldenen, sie möchte aber einen speziellen Charakter. Dieser Charakter ist in diesem Fall Ragnar, der würde hier oben der Name stehen. Es gibt aber auch im Spiel Karten, die quasi andere Karten simulieren. Das heißt, über andere Karten könnt ihr diesen speziellen Charakter bekommen oder auch eine spezielle Farbe bekommen. Dann haben wir hier noch eine dritte Art, und zwar dieses Zeichen, was so aussieht wie eine Play-Taste oder Stopp-Taste in einem alten Videorekorder. Das sind Spielende-Effekte, die treten immer erst wirklich am Spielende ein, bevor wir die Punkte auswerten. Dazu nachher aber noch mal ein bisschen mehr. Dann fangen wir mit einer der beiden Aktionen an. Ich erkläre euch mal die Lead-Aktion. Die ist, wie gesagt, in zwei unterschiedliche Aktionen aufgeteilt. Die erste Möglichkeit bei Lead ist es, ich nehme eine von meinen Handkarten, das sind die Karten hier in dem Aufsteller, suche mir eine Location aus, in die ich sie reinlege. Jetzt beispielsweise würde ich sie hier in den Mars legen. Dann führe ich, wenn möglich, den Ausspieleffekt aus. Ich darf also entweder mir Karten verschieben, ich darf mehrere Karten an mich nehmen. Nachdem ich eine Karte in ein Gebiet gelegt habe, muss ich jetzt aus einer anderen Region eine Karte rausnehmen. In dem Fall nehme ich mir diese weiße Karte, weil mir die vielleicht wichtig ist für meine Sets, die ich bilden möchte. Als Belohnung, dass ich die aus dem Jupiter rausgenommen habe, darf ich hier auf dem Flea Track 1 nach vorne gehen. Das wäre schon mein erster Zug gewesen. Jetzt wäre der Spieler zu meiner Linken, also quasi im Uhrzeigersinn, an der Reihe. Wenn ich wieder dran bin, kann ich wieder die gleiche Aktion machen oder ich mache eine andere Aktion der Lead Action. Und diese ist die folgende. Ich nehme jetzt wieder eine Karte von meiner Hand und lege sie in einer Region, beispielsweise hier in das Institut. Jetzt nehme ich mir aber keine Karte hier aus einem der drei anderen Orte, weil mir hier vielleicht keine Karte gefällt. Ich nehme jetzt die oberste Karte des Nachziehstapels, behalte sie natürlich geheim für mich, nehme sie auf der Hand und würfel jetzt diesen Würfel. Auf diesem Würfel sind 6 Sachen drauf, die passieren können. In dem Fall dürfte ich einen Schritt auf dem Flea Track nach oben. Es gibt noch die drei anderen Orte. Es gibt also Luna, es gibt Mars und das Institut. Die erkläre ich euch gleich ein bisschen genauer. Und es gibt noch das Symbol, dass ich eine Karte hier aus der Auslage banishen darf. Das heißt, die kommt aus dem Spiel auf einen extra Stapel, denn es gibt Karten, die beziehen sich auf diesen Banish-Stapel. Beispielsweise ist diese Karte 30 Punkte wert und für jede Karte in diesem Ablage-Banish-Stapel verlieren wir einen Punkt. Dann haben wir hier noch das Auge drauf. Mit dem Auge darf ich mir eine Karte vom Nachziehstapel aufdecken, darf sie in eins der Gebiete legen. Ich darf aber nicht den Deploy-Effekt ausführen, das ist quasi dieser Ausspieleffekt. Ich lege diese Karte nur rein und damit erweitere ich die Auslage ein wenig. Als dritte Möglichkeit haben wir die Scout-Action. Die macht man eigentlich im Spiel, wenn man mit seiner Hand sehr zufrieden ist und nichts anderes machen möchte. Dann nehme ich mir nämlich die oberste Karte vom Nachziehstapel und lege diese Karte in eine Region, die ich gerne beanspruchen möchte. Und hier bekomme ich auch jetzt sofort den Effekt, wo ich das Ganze reinlege. Das heißt, wenn ich das in Luna lege, bekomme ich sofort diesen Sovereign Token. Ich erkläre euch jetzt nochmal schnell die einzelnen Gebiete, die es gibt. Im Jupiter habt ihr schon gesehen, wenn ich hier eine Karte rausnehme, darf ich auf meinem Flea Track nach oben gehen. Je nachdem, wo ich am Spielende hier stehe, bekomme ich dafür natürlich diese Punkte. Und zum anderen ist hier, ich nehme mal die Karten hier ganz kurz raus, die 7 entscheidend, denn die 7 ist eine der Spielendbedingungen. Nochmal auf die Spielendbedingungen einzugehen. Wenn ein Spieler 2 Endbedingungen hat, das heißt, er hat auf einem Track, beispielsweise dem Flea Track, 7, er hat 7 Helium oder hat 7 Einfluss im Institut, dann wird das Spielende eingeleitet, wenn 2 von diesen Bedingungen erfüllt sind. Eine andere Möglichkeit, wie das Spiel enden kann, wäre es, dass 3 Spieler 3 unterschiedliche dieser Bedingungen erfüllen. Das heißt, ein Spieler hat 7 Einfluss, ein Spieler hat 7 Fleet Track Stärke und ein Spieler hat 7 Helium, das Ganze. Ich mache jetzt aber einfach mit dem Mars weiter. Denn hier bekommt ihr das Helium, von dem wir gerade gesprochen haben. Wenn ich hier eine Karte also rausnehme, bekomme ich das Helium oder mit der Scout-Action eine Karte hier reinlegen würde. Der Luna-Ort, der gibt mir diesen Sovereign-Token. Der ist zum einen 10 Punkte am Spielende wert. Und immer wenn ich den Sovereign-Token bekomme, auch wenn ich ihn schon habe, dann darf ich den Effekt
oder ich muss den Effekt meiner Karte ausführen. Diese sechs unterschiedlichen Clans haben auch sechs unterschiedliche Effekte. In meinem Fall wäre das beispielsweise, ich darf jetzt einen Einfluss hier in das Institut legen. Damit komme ich auch gleich zum Institut. Hier, wenn ich hier eine Karte rausnehme, darf ich einen Würfel hier in das Institut legen. Das ist, wie gesagt, bei sieben Würfeln eine der Sieg-Endbedingungen, von denen es ja drei bzw. zwei gibt. Ihr spielt jetzt also das Spiel so lange, bis eine dieser Siegbedingungen eintritt. Ich hätte jetzt beispielsweise eine 7er Stärke auf dem Fleet Track und ich hätte 7 Helium in meinem eigenen Vorrat. Dann ist das Spielende eingeleitet und wir spielen noch einmal so lange, bis jeder Spieler die gleiche Anzahl an Zügen hatte. Das Haus Apollo hat dabei einen kleinen Vorteil, oder das ist eben die Stärke dieses Hauses, denn sie hat auf jeden Fall nochmal den letzten und den ersten Zug im Spiel. Jetzt schauen wir also am Spielende, wofür bekommen wir Punkte. Dafür haben wir diesen wunderbaren Block. Zuerst schauen wir jetzt uns also Karten an, die wir in unsere Kartenauslage haben, die dieses Symbol haben und führen den Effekt aus. Das heißt, wir bekommen hierfür eventuell nochmal Punkte. Als nächstes schauen wir die Kartenwerte an. Das ist der Core Value hier oben plus eventuell Boni hier unten oder auch Minuspunkte. Wenn wir hier beispielsweise diese Bedingung, die er nicht möchte, erfüllt haben, würden wir hier von der Gesamtsumme die Punkte abziehen. Als nächstes nehmen wir uns die Punkte für den Fleet Track. In meinem Fall wären das 28 Punkte. Dann schauen wir, wie viel Helium hat jeder Spieler. Pro Helium bekommt dieser 3 Siegpunkte. Wie gesagt, der Sovereign Token ist 10 Siegpunkte am Spielende wert. Derjenige, der diesen hat, bekommt hier nochmal 10 Punkte. Dann schauen wir, wer hat hier den meisten Einfluss in dem Institut. Ich mache das jetzt einfach mal so. Hier hätte ich den meisten Einfluss im Institut. Meine Cubes sind jetzt 4 Siegpunkte wert, weil ich den meisten Einfluss habe. Der Spieler mit dem zweitmeisten Einfluss bekommt noch 2 Punkte. Der Spieler mit den drittmeisten Punkten, Einflusspunkten im Institut, der bekommt noch 1 Punkt. Im Institut haben wir das Beispiel, wenn hier ein Gleichstand herrschen sollte, bekommen beide die Punkte. Als letztes haben wir noch die Wertung hier unten, denn wenn ich mehr als 7 Handkarten im Spielverlauf angesammelt habe, wir starten mit 5, habe ich mehr als 7, bekomme ich für jede Karte, die zu viel ist, nochmal minus 10 Siegpunkte. Das heißt, ihr müsst also schauen, lohnt es sich, diese Karte zu behalten, wenn ihr die zu viel habt, oder ihr sagt, nee, ich gucke, dass ich die im Spielverlauf irgendwie losbekomme. Der Spieler mit den meisten Punkten hat dann eine Runde Red Rising gewonnen. Wie das Ganze uns jetzt gefallen hat, erzählen wir euch am kurzen Fazit. Ja, jetzt wisst ihr, wie Red Rising funktioniert oder was es genau machen soll. Und jetzt wollen wir einfach noch ein bisschen drüber quatschen, wie uns das gefallen hat. Und wir gehen direkt mal auf die Grafik und das Artwork ein. Und ich muss sagen, es ist schon eine, sag ich mal, Wucht. Also dieses Cover sieht ja schon sehr mysteriös aus und so, bam, irgendwie sofort in den Bann gezogen. Und das bringt das Spiel auch rum. Es ist wirklich eine richtig tolle Grafik. Es sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Farben drin. Und diese goldene Karten, sage ich euch, das ist ja wirklich erste Sahne. Die haben hier so richtig schön Embleme drin, golden, glitzern. Und das Spielmaterial ist wirklich super wertig und toll. Wir haben hier wirklich ein tolles, durchdachtes Spiel. Genau, und das ganze Spielmaterial, wir haben jetzt hier die Collector's Edition gehabt, ist halt auch wieder enorm gut. Also ich habe ein ganz, ganz tolles Inlay, wo alles reinpasst. Die Würfel der einzelnen Spieler, die sind hier in der Collectors Edition aus Metall. Ihr habt ein tolles Spielbrett. Was jetzt hier in der Collectors Edition ein bisschen unglücklich ist, das sind die Spielerfarben, denn die sind teilweise kaum zu unterscheiden. Das sieht grün aus wie blau, rosa sieht aus wie lila, gold sieht aus wie mattes Gold, was eigentlich gelb sein sollte. Das ist jetzt in der Collectors Edition ein bisschen unglücklich. So wie es aber aussieht, auf der Packung ist auch das Spielmaterial der Nicht-Collectors-Edition. Da sind die Farben wesentlich klarer. Ja, ansonsten ist es wirklich toll. Wir haben hier einen Kartenhalter. Das heißt, ich muss nicht immer die Karten in meine Hand hin und her, sondern ich habe diesen Kartenhalter, wo ich die Karten reinstecken kann und kann hier schon mal ein bisschen sortieren. Diese Karte bleibt mal auf meiner Hand, die weiß ich noch nicht genau, ob sie wirklich reinpasst. Die möchte ich vielleicht aussortieren, was uns ab und zu passiert ist, aber da sind wir vielleicht ein bisschen schusslich. Ist ja auch im Video passiert. Immer wieder kommen wir da eben an diese Karten und dann macht es flupp und alle sehen kurz die Karten so, nee, alles gut, muss wieder eben sortieren. Das kann eben passieren, aber diese Kartenhalde erleichtert einem schon ein wenig das Spiel. Genau,
Dann ganz kurz thematisch, das ist ganz natürlich in diesem Red Rising-Universum angesiedelt. Wir kennen die Bücher nicht, ich glaube, sie sind in Deutschland auch relativ unbekannt. Aber ganz ehrlich, das hat mir jetzt keinen Abbruch getan, um am Spiel Spaß zu haben, denn von diesen ganzen Karten sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wirklich jede Karte unique, also das heißt, die ist einzigartig und ihr habt halt einen Batzen an Karten und ob ich da jetzt den Charakter kenne oder nicht, hat uns jetzt quasi nicht gestört. Es wäre vielleicht ein bisschen cooler, wenn ich weiß, hier Reno oder wie er heißt, der ist der und der Charakter, mein Lieblingscharakter und ich mag ihn nicht, aber hat mich alles in allem nicht gestört. Wollen wir zur Mechanik kommen? Die Mechanik ist wirklich simpel, sie erinnert an das Spiel Fantastische Reiche. Das heißt, ich habe eine Karte auf der Hand oder mehrere, davon spiele ich eine aus. Hier ist der Unterschied, ich habe hier noch einen Ausspieleffekt, den gibt es bei anderen Spielen, wie Fantastische Reiche in dem Fall nicht. Und den finde ich aber eigentlich ganz spannend gemacht, denn ich spiele die Karte aus und habe jetzt die Möglichkeit, die Auslage so ein bisschen für mich zu beeinflussen. Ich kann jetzt beispielsweise Karten von meiner Location, wo ich die Karte reingespielt habe, in eine andere Location verschieben und mir so dann mit dem nächsten Zug, beziehungsweise wenn ich die Karte rausnehme, diese eine Karte, die ich will, auf die Hand nehmen. Ich habe dann eben auch die Möglichkeiten, dass ich so zu mehr Karten komme. Es gibt halt Karten, die sagen, ich darf eine Karte in eine Location legen und darf die Karte direkt darunter auf die Hand nehmen und darf mir dann aus einer anderen Location noch eine nehmen. Also diesen Ausspieleffekt, den finde ich eigentlich gelungen hier. Es kann vorkommen, dass ihr Ausspieleffekte habt, die euch nicht direkt irgendwelche Vorteile bringen. Aber auch das finde ich ganz spannend, weil man dann eben versucht, so ein bisschen das Ganze zu optimieren und sagt, okay, ich möchte diesen coolen Ausspieleffekt eigentlich auch keinem anderen gönnen. Und dann überlege ich mir halt, was ist der unattraktivste Platz, wo ich diese Karte reinlegen könnte, um eben dem Mitspieler nichts zu gönnen. Ja, da sieht man mal wieder Angelo und sein, ach, wie mache ich das unattraktiv für meine Mitspieler? Ja. Und tatsächlich, so spiele ich das teils auch. Denn manchmal hat man eben irgendwie, man spielt eine Karte aus, man hat aber gerade nicht das, was man unbedingt möchte. Wo spiele ich die hin? Vielleicht gefällt sie einem nicht, damit er hier eben nicht nochmal eins auf dem Fleet Track vorgeht oder so. Das kann man auch ein bisschen beeinflussen. Ich kann dann Karten auf gut Glück ziehen. Oder wenn ich eben sage, hey, ich bin so zufrieden mit meiner Hand, dann mache ich das einfach so, dass ich das Spiel etwas beschleunige. Denn wir haben hier die goldene 7, sag ich mal. Denn bei 7 ist die Regel eigentlich Schluss. Wenn 7 von dem und dem erreicht ist und, aber es gibt auch eine Strafe, wenn man 7 Karten oder mehr als 7 Karten hat. Und das finde ich eine gute Zahl, die kann man merken. Bei 7 ist Schluss. Und so kann man immer wieder schauen, okay, wo stehe ich gerade, was habe ich denn gerade so auf der Hand? Und mir ist es auch schon öfters passiert, dass ich irgendwie gestartet habe und dann kamen eben nicht die Karten. Was mir aber nicht viel ausgemacht hat, denn ich habe ja ein bisschen Zeit in dem Spiel. Ich kann abwägen, wo stehen wir denn gerade? Wie lange wird das Spiel noch gehen? Und es kam immer wieder mal vor, dass ich circa in der Hälfte vom Spiel wirklich meine komplette Kartenhand nochmal umstrukturiert habe und nachher richtig gut dastand mit Punkten. Und das finde ich das Tolle. Es ist eben doch mehr Spiel. Wir haben ja dieses Brett, wir haben diese Aufgaben, die wir erfüllen müssen, um dieses Spielende einzuleiten. Genau, es ist halt durch diese zusätzlichen Elemente im Spiel doch etwas vielschichtiger das Ganze. Ihr habt jetzt also nicht einfach nur Karten, die ihr sammelt und versucht, Synergien zu bilden, sondern ihr habt jetzt auch einfach noch die Möglichkeit, über diese Fleet Tracks oder über das Helium Punkte zu machen. Und das finde ich nochmal ein echt spannendes Element bei Red Rising, weil ich hier wie bei so einem Wettrennen halt gucken muss. Es gibt Karten, die sagen, hab nachher die stärkste Zahl auf dem Fleet Track. Und jetzt möchte ich natürlich da nach oben gehen. Ich möchte aber vielleicht gar nicht sofort die 7 erreichen, weil ich dann das Spielende einleite. Und diese Vielschichtigkeit im Spiel bei Red Rising, die gefällt mir wesentlich besser als beispielsweise bei Fantastische Reiche. Auch der Vergleich, den muss man eben ziehen, was diese Ausschlusskriterien angeht. Ich habe bei Red Rising auf den Karten meistens ein, zwei Sachen, die diese Karte möchte oder nicht möchte. Bei Fantastische Reiche habt ihr da teilweise halt 10 Sachen, die sagen, nee, das möchte ich alles nicht. Und das hat uns bei Fantastische Reiche nicht so gut gefallen. Ich finde, das Reinkommen ist bei Red Rising wesentlich einfacher und ja, auch wie diese Charakter sich ausspielen, mag ich eigentlich hier einen Ticken mehr, weil ich habe halt die Möglichkeit, über Karten andere Karten zu ersetzen. Das tut wieder ein bisschen das Kartenglück ausgrenzen. Das Kartenglück ist natürlich wie bei allen kartengetriebenen Spielen da. Das heißt, wenn ihr so einen Kartenstapel habt und ihr sagt, ihr braucht halt die eine Karte und die ist halt ganz unten, dann werdet ihr die im Spiel vor allem zu zweit nicht sehen, weil da habt ihr weniger Rotation im Spiel. Aber das Ganze funktioniert trotzdem gut, weil selbst nach vielen Spielen haben wir noch immer Karten, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja,
Also es kommt immer drauf an, wer natürlich diesen Kartenstapel mischt. Manchmal sind verschiedene Farben vertreten, manchmal ist eben eine Farbe mehr vertreten wie die andere. Manchmal ist es auch eher eine fiese Runde, wo dann wirklich sehr viele Karten gebanished werden. Oder kommt auch mal eine Karte, wo ich sage, du bist der mit den meisten Helium, ja, dann gib mal ein Helium ab. Und so läuft wirklich jede Runde anders. Man muss sich immer wieder neu einstellen. Uns hat es richtig gefallen. Ihr wisst, wir sind nicht die fantastische Reiche-Fans, muss man einfach mal sagen. Deswegen waren wir erstmal so, wir wissen nicht, wir haben es probiert, wir sind begeistert, wie ihr hört. Wir haben es in verschiedenen Konstellationen probiert. Wir haben es auch zu zweit gespielt und sogar zu zweit funktioniert es klasse. Und es ist halt so ein bisschen mehr Spiel und macht richtig, richtig Laune. Genau, eine Sache noch zum Banishen und den anderen ein bisschen fies sein. Es gibt im Spiel eine Interaktion, die kann mehr oder weniger gemein sein. Es gibt halt Sachen, die heißen, gib mir mal eins von deinem Helium. Von deinem Helium. Es gibt aber auch Karten, die sagen, du musst eine Karte ablegen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt bei dem Interaktionsding habe, denn das kann schon sehr gemein sein. Denn wenn ich so eine Karte verliere, habe ich ja prinzipiell weniger Punkte am Spielende. Und es ist nicht gesagt, dass ich im Spielverlauf die Möglichkeit habe, wenn es dumm läuft, neue Karten zu kriegen. Also wenn ihr möchtet, house-rule das einfach, dann sagt ihr, okay, wenn ich eine Karte ablegen muss, darf ich halt blind eine vom Nachziehstapel ziehen. Dann habt ihr immer noch die gleiche Anzahl auf Karten. Ich habe zwar so ein bisschen die Engine kaputt gemacht, aber das, das balanced das Ganze so ein bisschen aus, finde ich. Melli hat es gesagt, wir sind schwer begeistert. Es war auch auf unserem ersten Platz in der Top 3. Also es hat uns wirklich großen Spaß gemacht. Es hat seine Schwächen hier und da. Ich und Melli finden es, der Esel nennt sich immer zuerst, finden es aber wirklich das bessere Fantastische Reiche für uns. Und wir kennen jetzt auch andere Spieler, die sagen, mit Fantastische Reiche komme ich nicht klar. Und die hatten auf einmal mit Red Rising total ihren Spaß. Also wenn ihr vielleicht zur Fraktion gehört und sagt, Fantastische Reiche finde ich von der Spielidee großartig, aber ja, mechanisch mag ich es irgendwie nicht. Schaut es euch dann vielleicht mal an. Vielleicht kann es euch genauso überzeugen wie uns. Ja, das soll doch einfach das Schlusswort gewesen sein. Wir sind überzeugt, wir haben Spaß. Wir haben das Ding schon so oft gespielt, das ist unglaublich. Und haben immer wieder Freude, diese ganzen Charakteren und Häuser neu zu entdecken und diese Symbiosen zu erstellen. Das soll es jetzt einfach gewesen sein. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Like, ein Abo oder auch gerne einen Kommentar da. Und dann sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.